Das heißt, die Protestbewegung trägt heute, das ist in Frankreich, April 2019, solche transparente NATO gleich Legal Terrorism, das heißt Terrorismus, der erlaubt ist. Natürlich, diese Plakate sind schlagwortartig, aber sie behandeln ein Thema, das nicht zu unterschätzen ist von der politischen Brisanz. Also die Frage nach den NATO-Geheimarmeen, die muss weitergestellt werden, denn es ist klar, es hat sie gegeben. Es ist auch klar, sie waren über die NATO koordiniert. Es ist auch klar, man hatte die Waffenlage und der Sprengstoff, das ist alles bewiesen. Man hat sie in den westeuropäischen Ländern aufgebaut, das ist alles bewiesen. Und es gibt Terroranschläge in Europa, das ist auch belegt. Und es gibt Leute, die diese Terroranschläge verübt haben, die auf die NATO verweisen. Ja? Und da haben Sie diesen letzten Punkt, der heikel ist. Wie vertrauenswürdig sind diese Leute? Was wussten die NATO-Spitzen? Wer war informiert? Das muss noch weiter untersucht werden. Aber ich habe auch der NATO verschiedene Forschungsgesuche geschickt und Briefe geschickt und dem CIA Briefe geschickt. Und ja, sie haben nicht geantwortet. Sie haben einfach gesagt, gibt es nicht, wir haben dazu nichts zu sagen. Ich habe es über die Schweizer Botschaft in Brüssel eingereicht. Ich habe beim CIA einen Freedom of Information Act deplatziert. Das ging mehrere Jahre. Es ist für einen Forscher fast nicht möglich, zu NATO-Terrorismus und CIA-Terrorismus in Europa zu forschen. Geht einfach nicht. Gibt es nicht. Geschichte wird durch die Sieger geschrieben und dann ist das wieder abgehakt. Die Studenten wollen dann immer wissen, ist es überhaupt denkbar, dass das Pentagon einen Terroranschlag gegen die eigene Bevölkerung plant, nur um die Leute zu verunsichern? Ist das denkbar? Und da kann man auf ein Beispiel verweisen. Während der Kuba-Krise 1962 hat ja die CIA versucht, Castro zu stürzen. Castro hier im Bild, bei bester Gesundheit, und Kennedy noch lebend. Kennedy hat der CIA diesen Auftrag gegeben, da kam die Schweinebucht-Invasion im April 1961 und ist gescheitert. Danach ging Kennedy zum Pentagon und gesagt, der CIA hat sozusagen verhauen, wenn Sie wollen. Ihr im Pentagon habt sicher eine bessere Idee, wie man Castro beseitigen könnte. Und dann hat das Pentagon einen Plan ausgearbeitet, der hieß so, Northwoods. Gesagt, wir könnten einen Krieg inszenieren, und zwar so, remember the main incident could be arranged in several forms. We could blow up a US ship in Guantanamo Bay and blame Cuba. Also wir könnten ein amerikanisches Schiff in die Luft sprengen und es den Kubanern anhängen. Oder we could develop, wir könnten entwickeln, a communist Cuban terror campaign, da waren eben noch, das ist der Kalte Krieg, oder Kommunisten, die Gefahren. We could develop a communist Cuban terror campaign in the Miami area, in other Florida cities and even in Washington. Das heißt, wir könnten eine Terrorkampagne entwickeln in den USA, Washington und Florida und das den Kubanern anhängen. Exploding a few plastic bombs, einige Plastikbomben zur Explosion bringen in carefully chosen spots, und zwar an ausgewählten Ecken. The arrest of Cuban agents, dann einige Kubaner festnehmen, and the release of prepared documents und vorgefertigte Dokumente herausgeben, substantiating Cuban involvement, die beweisen, dass das die Kubaner sind, obwohl das natürlich gelogen wäre, die würden das trotzdem beweisen, would be helpful, wäre auch praktisch, in projecting the idea of an irresponsible government, wäre auch praktisch, um die Regierung von Kuba als kriminell und wenig vertrauenswürdig darzustellen. Das war ein Plan und der wurde nicht ausgeführt. Ja, das war sehr wichtig. Die Studenten wollen oft wissen, ja, wie sehen die Menschen aus, die so etwas planen? Terror gegen die eigene Bevölkerung. Und da kommt mir immer Hannah Arendt in den Sinn, die deutsche Philosophin, die über die Banalität des Bösen gesprochen hat. Die sehen nicht speziell aus. Das sind also die höchsten Generäle im Pentagon, das sind die Chairmans of the Joint Chiefs of Staff. Und Limnen Lemnitzer hier, links im Bild, hat diesen Plan, Operation Northwoods heißt der Plan, unterschrieben. Der Plan wurde dann nicht ausgeführt, Kennedy hat das gestoppt und Lemnitzer wurde versetzt. Wohin? Nach Europa, als Sackhör zur NATO. Jetzt möchte ich auf etwas anderes zu sprechen kommen. Ich habe Ihnen einiges mitgegeben über die NATO-Geheimarmeen. Sie können noch viel mehr über diese NATO-Geheimarmeen herausfinden, wenn Sie mein Buch lesen. Es gibt auch einen kurzen Artikel draußen. Der Spiegel hat damals über das Buch berichtet, als es herauskam, unter dem Titel Die dunkle Seite des Westens. Das fand ich einen guten Titel, denn es ist tatsächlich die dunkle Seite des Westens. Wir kritisieren ja gerne die Chinesen oder wir kritisieren gerne die Russen oder auch die Chilenen und überhaupt die Afrikaner an erster Stelle. Aber über Europa und
Nordamerika nachzudenken. Das sind ja eigentlich unsere Gebiete, wenn man so sprechen will, wo wir viel in den Ferien sind, wo wir selber gelebt haben. Das fällt schwer, weil es eben in unseren Verantwortungsbereich fällt. Natürlich, China ist totalitär, das ist zu Recht zu kritisieren, Tiananmen etc. muss kritisiert werden. Jetzt, dieser Bündnisfall ist etwas sehr Spezielles. Wir haben bei der Gründung der NATO 1949 einen Vertrag. Und in diesem Vertrag steht Artikel 5, dass die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird. Also das war die Grundidee der NATO. Wenn ein Land angegriffen wird, dann sind alle im Krieg. Das bedeutete de facto, dass wenn Deutschland angegriffen wird von den Sowjets, dann ist das gleich wie der Angriff auf die USA direkt. Das war also die Rückversicherung für die BRD, auch für Frankreich etc. Das war der atomare Schild der USA, erstreckt sich auf alle NATO-Mitgliedsländer. Das war ein Sicherheitssystem, das gut funktioniert hat, weil umgekehrt hat auch der Warschauer Pakt gesagt, wenn ein Land von uns angegriffen wird, dann sind wir auch alle angegriffen. Also wenn Polen angegriffen wird, dann ist nicht einfach ein Krieg mit Polen, wie das 1939 möglich war, sondern dann ist ein Krieg mit der Sowjetunion sofort. Das war das Bündnissystem. Und da haben wir immer gedacht, ich sage jetzt wir in der historischen Forschung, dass wenn es je zum Bündnisfall kommen würde, dann wären das sowjetische Panzer, die über die BRD-Grenze rollen. Das war so die Idee. Ja. Der Bündnisfall sind sowjetische Panzer, die eben in die BRD einrollen. Und dann wird sofort alles aktiviert. Im ganzen Kalten Krieg, Sie wissen das, ist es nicht zum Bündnisfall gekommen. Und dann, als der Warschauer Pakt schon abgeschafft wurde, kam es zum Bündnisfall. Aber in einem ganz anderen Kontext, den sich zuvor überhaupt niemand vorstellen konnte. So. Die Terroranschläge vom 11. September führten zum Bündnisfall. Erstmals gab es den Bündnisfall der NATO, das heißt die USA sagten, wir sind angegriffen worden, wir sind im Krieg, darum wird der Bündnisfall ausgerufen. Nicht von der Sowjetunion wurden wir angegriffen, sondern von Afghanistan. Dort sitzt Osama Bin Laden, er hat den 11. September zu verantworten. Das ist ein Angriff von außen, also Bündnisfall. Das bedeutet, mit dem 11. September sind nicht nur die USA, sondern alle NATO-Mitgliedsländer, also all diese Länder, die ich Ihnen erklärt habe, die Mitglied der NATO sind, angegriffen. Das hat man in Europa sehr wenig verstanden, weil das so schnell ging. Deutschland ist mit dem 11. September 2001 im NATO-Krieg. Das Gleiche gilt für Dänemark, für Holland, für Belgien, für Norwegen, für Großbritannien, für Kanada, für Spanien, für Portugal, für Italien, für Rumänien, für Bulgarien, für Estland, für Türkei, Griechenland. Ich meine, Sie verstehen, was ich meine. Die ganzen Länder, die die Schweiz umgeben, sind mit dem 11. September in dem Bündnisfall. Im Krieg. Auf der eigenen Homepage sagt die NATO, less than 24 hours after the attack, hier, less than 24 hours after, NATO invoked for the first time Article 5. Also, auf der eigenen Homepage wird das natürlich kommuniziert, das ist das erste Mal, dass wir den Bündnisfall auslösen. Und es gab nur wenige kritische Stimmen, die gesagt haben, Moment mal, das mit den sowjetischen Panzern wäre ja wohl übersichtlich gewesen, aber dieser Anschlag, das ist sehr schwer zu sagen, wer überhaupt dahinter steckt, so auf die Schnelle kann man doch da nicht sofort den Bündnisfall ausrufen. Helmut Schmidt, der frühere Kanzler, hat gesagt, dass es keine Beweise für die Inkraftsetzung von Artikel 5, dass keine Beweise vorliegen, um den Artikel 5 zu aktivieren, weil der Bündnisfall muss schon bewiesen sein, dass es ein Angriff von außen ist. Beim Terroranschlag ist immer die Möglichkeit, dass er inszeniert wird. Die Linke, ein Teil der deutschen Politiker, die sehr gegen den Afghanistan sind, kritisieren diese Ausrufung des NATO-Bündnisfalls auch heute noch. Das sei nichts anderes als eine Selbstermächtigung zum Kriegsführen. Weil nach dem 11. September 2001 gingen keine drei Wochen vorbei, dann kam am 7. Oktober 2001 der US-Angriff auf Afghanistan. Das ging also zack auf zack. 11. September, Afghanistan-Krieg und NATO-Aktivierung, das war alles innerhalb von drei Wochen. Drei Wochen, in denen Sie sicher viel ferngeschaut haben, in denen Sie sicher viel Zeitung gelesen haben. Aber ob man das historisch einordnen konnte, ist eine Frage, weil es wurde wirklich sehr viel kommuniziert und viele Leute wissen nicht, dass der Bündnisfall damals ausgerufen wurde. Sie wissen auch nicht, was der Bündnisfall ist. Also wenn Sie das jetzt wissen, von heute Abend, dann haben Sie schon einen riesengroßen Wissensvorsprung mitgenommen.
Natürlich wird heute sehr intensiv über den 11. September gestritten, was damals überhaupt wirklich geschehen ist. Ja? Ich habe an der Universität Basel einen Kurs gemacht mit den Studenten. Das heißt, ich habe mal die Bücher gekauft zum 11. September. Nur die auf Deutsch und die auf Englisch. Und das gibt schon 30 Bücher, das sind also viele. Und Sie sehen, es ist einfach so, nach einer gewissen Zeit kommen alle Geschichten zu den Historikern. Ja? Jetzt sind es 8 Jahre seit dem 11. September und der 11. September ist Gegenstand der historischen Forschung geworden. Die Politiker haben ihre Dinge gesagt, die Journalisten haben ihre Dinge geschrieben. Es gibt viele Bücher, weniger gute, bessere. Und wir werden die Bücher jetzt mal anschauen und sortieren. Und Sie sehen, die Bücher erzählen verschiedene Geschichten. 3 Geschichten stechen heraus, was jetzt am 11. September wirklich geschehen sein soll. Die erste Geschichte sagt, das war Osama Bin Laden. Er hat die USA überrascht mit 19 Attentätern. Bush und Cheney konnten nichts machen. Sie hatten zwar Anzeichen, aber sie wussten nicht, wo der Anschlag kommt. Es gab 3000 Tote und danach hat man versucht, Osama Bin Laden in Afghanistan zu erwischen. Er ist entkommen. Das ist die offizielle Geschichte. Das ist auch eine Verschwörung. Es sind 19 Muslime, die sich verschwören. Die zweite Geschichte ist anders. Die sagt, ja, das war Osama Bin Laden, aber Bush und Cheney, die waren überhaupt nicht überrascht. Das sind 2 Kriminelle. Die sahen den Angriff kommen und haben ihn bewusst zugelassen. Die haben 3000 Leute geopfert, eigene Opfer, um danach Kriege zu führen in Afghanistan und im Irak, um Erdöl und Erdgas zu erbeuten und im eigenen Staat die Überwachung auszubreiten. Die dritte Geschichte sagt, nein, so war es nicht. Osama Bin Laden hat nichts mit den Anschlägen zu tun. Diese Videos, die ihn zeigen, sind alle gefälscht. Der Anschlag wurde durch Teile des Pentagon und der Geheimdienste inszeniert. Also ein Selbstanschlag durch die USA. 3000 Leute wurden geopfert, um danach diese Kriege zu führen. Sie sehen, diese 3 Theorien widersprechen sich. Es ist nicht möglich, dass alle 3 gleichzeitig wahr sind. Und es gibt Vertreter für jeder dieser Theorie. Es gibt natürlich jetzt noch tausende von Websites, die sich der einen oder anderen Theorie anschließen, aber die Historiker müssen das ganze Material durchgehen und ich kann Ihnen heute nicht sagen, welche der 3 Theorien stimmt. Ich kann nur sagen, um was denn gestritten wird. Nochmal ein Bild vom 11. September. Hier, Downtown Manhattan, das ist also der Ort, wo sich der 11. September ereignete. Eine Satellitenaufnahme mit den Twin Towers. Hier ist das erste Flugzeug reingeflogen, dann ist das Gebäude zusammengestürzt und hier das zweite Gebäude, auch durch ein Flugzeug gerammt und dann zusammengestürzt. Und das ist für die meisten Menschen zusammengefasst der 11. September. Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm. Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm. Das hat man auf der Endlosschleife gesehen am Fernsehen. Das heißt, das ist für die meisten Menschen der 11. September. Und dann kam Bush, der sagte, das war Osama. Und dann kam nochmal Bush, der sagte, Osama ist in Afghanistan und da müssen wir jetzt hin. Und das war's dann. Die NATO hat kurzerhand die Botschafter einberufen und gesagt, hier ist der Bündnisfall. Die Botschafter haben das durchgenickt. Die NATO hat gesagt, die US haben gesagt, die Beweise liefern wir später. Die Botschafter haben gesagt, nun gut, wir vertrauen darauf, dass sie die Beweise liefern. Was am 11. September auch noch zusammengestürzt ist, ist das sogenannte WTC-7, das dritte Gebäude hier im Hintergrund. Das ist 170 Meter hoch. Hier in Basel. Das größte Gebäude ist das Messegebäude, ist 100 Meter hoch, also in der Schweiz das höchste Gebäude ist 100 Meter. Und das WTC-7 ist 170 Meter, ist Betonstahl, da ist kein Flugzeug reingeflogen und es ist auch zusammengestürzt. Am 11. September um 20 nach 5. Und ich sage immer, das Basiswissen zum 11. September ist ziemlich schlecht. Ich habe kürzlich einen Vortrag bei der Credit Suisse gehalten und habe gefragt, wer denn wusste, dass es 3 Gebäude waren und nicht 2. Die zusammengestürzt sind. Ich habe auch einen Vortrag bei der Post gehalten und ein anderer an einer anderen Universität. Und ich habe die Frage immer wieder gestellt. Es sind nur 20%, wenn es hochkommt, die überhaupt wissen, dass 3 Gebäude zusammengestürzt sind am 11. September und dass nur 2 von einem Flugzeug getroffen wurden. Und das bedeutet einfach, das Basiswissen zum 11. September ist in Gesamteuropa minimal.